No. You know I only take the blue ones. The others make me agitated. Nein. Sie wissen doch, dass ich nur die blauen nehme. Die anderen regen mich zu sehr auf. No, I tell you, only blue. Blue. Lol. Oh, that's it. Life is a blue circle. Like these pills. See? In order to find its corners, you need a map. Ja, das Leben ist ein blauer Kreis. Genau wie diese Tabletten. Stimmt's? Um Ecken zu finden, braucht man eine Karte. Dankeschön. Hui. Puh, das war knapp. Ich muss aus der Anstalt fliehen, bevor Charlotte mich findet und ein Desaster verhindern. Was man da Schönes. Es ist dein Geburtstag. Dreh mal am Rad. Es war Freitag der 13., aber wir wollen dir den Tag nicht vermiesen. Lass dich gehen. Es ist ja dein Geburtstag. Ein Schalter. Können wir den wieder einsetzen? Nein. Ich wüsste ja gerne, ob da etwas in dem Kuchen ist. Sieht irgendwie verdächtig aus. Vielleicht kann ich das sprengen? Nö. Das war doch nicht die Queen, oder? Die Delimas erlauben sich wohl einen Scherz. Total kaputt. Das Ding lässt sich nicht mehr reparieren. Tja, warum soll sie es auch reparieren lassen, hä? Nö, leider nicht. Na gut. Wir haben jetzt eine Karte bekommen. Wie geil ist denn das, bitte? Was haben wir hier Schönes? In den Kasten gehört irgendein medizinisches Emblem. Was haben wir hier Schönes? Hat jemand die Puppe mit einem Patienten verwechselt? Wie dem auch sei, ich muss den Knoten lösen. Ja, mit meinen Fingernägeln nicht, weil die könnten ja eventuell abbrechen, ne? Ein Stern des Lebens bekommen wir. Die Karte muss aus seiner Tasche gefallen sein. Hier kümmert sich aber auch niemand um die misslichen Umstände. Der Griff ist sowas von verrostet. Ob der sich je bewegt hat? Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich zum Atrium gehen kann. Ja, hier kann ich noch nichts tun, leider. Ja, dann gehen wir mal ins Atrium. Ui! Armer Kerl, er wollte sich vermutlich in Sicherheit bringen, hat es aber nicht geschafft. Niemand hat es verdient, so zu sterben. Sie ist da reingegangen. Zum Glück ist ihr noch nicht aufgefallen, dass ich entwischt bin. Noch nicht. Neue Aufgabe, halte Charlotte auf. Steve, jetzt mal im Ernst, Alter. Wenn du dich beim nächsten Mal einschließt, darfst du im Lagerraum übernachten. Ich mache die Tür nicht nochmal von Überwachungsraum für dich auf. Nicht für jemanden, der mir schon zweimal mein Pausenbrot geklaut hat. Howard. Ah ja, stimmt ja. Jetzt erinnere ich mich. Wir waren ja bei, ich glaube, Schlüssel zu Ravenhurst oder irgendwo. Waren wir ja da in dieser Anstalt. Glaube ich, zu Schlüssel zu Ravenhurst, oder? Da waren wir ja in der Anstalt. Und da waren wir auch sogar drinnen. Da haben wir die Patienten geglaubt, sie wären Ärzte. Und da haben wir müssen mit der Uhr die Uhrzeit umstellen oder sowas, oder? War das nicht das? Ich glaube schon. So, wir haben ein Buch. Wir brauchen eine 112. 112. Was ist denn in mich gefahren? Das ist nicht die Rufnummer der Polizei. Was dann? 911 oder was? Was sind... Wir sind nicht mehr in Kansas, Toto.
Verstärkung brauche ich wohl nicht zu rufen. Okay. Keine Ahnung, eine Spritze haben wir da. Da haben wir noch einen Löffel, was wir brauchen. Einen Dartpfeil und ein Stethoskop. Stethoskop haben wir da hinten und einen Dartpfeil haben wir. Okay, das ist kein Dartpfeil. Hat so ausgeschaut. Hier. Ein bisschen drunter. Ich bin flüssig und wiege nur wenige Gramm, doch füllst du mich in ein bin ich Feuer und Flamme. Feuerzeugbenzin, ganz einfach. Manchester Nervenheilanstalt, Beschluss des Manchester Nervenheilanstalt Komitees. Aufgrund der jüngsten Ereignisse, die eine Bedrohung für unsere Angestellten darstellen, haben wir die Sicherheitsvorkehrung verschärft. Alle Angestellten sind dazu angehalten, ihre PIN-Nummern nach jeder Schicht zu ändern. Bist du deppert, da muss man sich aber viele Nummern merken. Das ergibt Sinn, aber helfen tut mir das im Moment überhaupt nicht. Ja, das stimmt auch wieder. So, ein Schmiermittel bekommen wir. Ups. Ja, da würde ich mal sagen, das war der Griff. Die Wartungsvorschriften scheinen hier ganz besonders locker zu sein. Ich muss den Griff irgendwie wieder in die Schublade anbringen. Ich würde sagen, mit Feuerzeugbenzin. Moment, kann man mit einem Schmiermittel vielleicht das hier eventuell aufbekommen? Ja? 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 Dann hätten wir das Rätsel schon einmal gelöst. Der arme Howard ist tot. Sicher macht es ihm nichts aus, wenn ich mir die Karte borge. Name Howard Yu. Geschlecht männlich. Geburtsdatum 24.06.1973. Funktion Sicherheitspersonal. Sicherheitsstufe M2. Jo, danke, lieber Howard. Und du erweist mir sehr viel. Ja, sehr viel eigentlich. Naja, eigentlich nicht. Solange Charlotte da drinnen ist, muss ich sehr auf der Hut sein. Ja, das ist richtig. Was haben wir hier? Eine Broschüre mit dem Thema, wie drehe ich nicht komplett durch. 24 Luxuszellen. Sie suchen nach einem Unterschlupf. Ihr Geist braucht Heilung. Dann ist unsere Nervenanstalt genau der richtige Ort für Sie. Manchester Nervenheilanstalt. Norfolk Avenue 142, Manchester, Northwest England, M34-2NV, Vereinigtes Königreich. Eine Broschüre mit dem Thema, wie drehe ich nicht komplett durch. Schön. Was für eine Kampagne. Diese Broschüre haben bestimmt die Patienten verfasst. Wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir hier mal her. Schauen wir mal, was hier ist. Ein schöner Schlagstock. Das sieht mir aus wie das Wappen der Anstalt. Ist es auch. Manchester Nervenheilanstalt. Bricht dein Geist in viele Teile. Komm zu uns mit großer Eile. Manchester Nervenheilanstalt. Wenn ich meine Erfahrungen in der Anstalt in Betracht ziehe, würde ich eher sagen, lauf, was du kannst. Mausetot, da kommt jede Hilfe zu spät, aber für Rache bleibt noch genug Zeit. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ah, ein Türchen, da haben wir noch einen Leuchtturm. Brauchen wir da hinten noch einen Leuchtturm? Nein. Brauchen wir da einen Leuchtturm eigentlich? Ja, da brauchen wir noch einen, der ist hier. Brauchen wir hier noch einen Leuchtturm? Nein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okidoki, dann würde ich mal sagen, wir gehen einmal hierher und ziehen einmal die Karte hier durch. Tja, und dann gehen wir in den Überwachungsraum rein, würde ich einmal sagen. Hui, ein Rabe. Wieder einmal. Thanatos. Alistair muss ihn hergeschickt haben, damit er ein Auge auf Charlotte hat. Iaiaiai. Nicht vergessen, Ordner im Schrank sortieren, ist alles durcheinander. Sehr wichtig, Code nach jeder Schicht ändern, der Code von gestern funktioniert noch. Außerdem die Fernbedienung für den Operationsmodell Kopf an der Rezeption abholen. Ich wusste gar nicht, dass so etwas Makabres hergestellt wird. Ich brauche nur die Fernbedienung. Sauerstoffflasche. Moment, da haben wir doch ein Ventilrad. Solange ich keinen Schlauch habe, sollte ich nicht daran herumspielen. Okay, einen Schlauch habe ich tatsächlich nicht. Awake. Erwache. Da haben wir aber die Pillen und sonst haben wir hier nichts Interessantes. Okay, Aktenschrank. Ich brauche nur den richtigen Schlüssel. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Ja, jetzt haben wir einen. Achso, ein Heißklebestick, ja, das wird da nicht viel helfen.
Okay. Ah, da ist der Leuchtturm wieder. Juhu, ich freue mich. Leuchtturm. Ich gucke mal hier alles wieder an, ne? Ihr wisst ja, meine Freunde, da ist ja alles wichtig. Aber ja, wir schauen uns mal die Monitore an. Oh, das Kabel steckt zu tief drin und mit den Fingern sollte ich es nicht herauspulen. Vielleicht ein Schlagstock, hä? ein Schalter. Ja, da sollte ich drüber nachdenken. Ein Heißklebestift geht auch nicht. Vielleicht ein Aufziehschlüssel mit dem verbrannten. Ah, dann scheiß drauf. Ja, keine Ahnung. Das geht anscheinend noch nicht. Da brauche ich eine Pinzette oder irgendwas. Ja, was kann ich denn sonst hier machen? Was habe ich jetzt überhaupt bekommen? Ein Heißklebestick und eine Sauerstoffflasche. Wow, toll. Natürlich ein Heißklebestick. Warte mal kurz. Kann ich das da nicht? Ich bräuchte eine Heißklebepistole. Haben wir aber nicht. Was sagt denn die schöne Karte? Orte, an denen du etwas erledigen gibt, im Korridor. Dort kannst du im Moment nicht in ein aktueller Standort aktive Aufgaben. Oh, Auszeichnung. Jo, keine Ahnung. Bumm. Was kann ich hier tun? Hier kann ich etwas erledigen. Im Korridor kann ich etwas erledigen. Okay. Ich weiß aber nicht was. Oder bin ich zu doof dafür? Anscheinend bin ich zu doof dafür. Das ist das Einzige, was ich erledigen kann, weil das hier, Stern des Lebens, kommt dann hier rein. Das ist schon richtig, aber hier komme ich, hier muss ich die Puppe. Ah. Jetzt haben wir eine Aufziehpuppe mit dem Aufziehschlüssel. Hallo. Ich bin Schiach. Diese unheimliche Puppe wurde garantiert von einem Insassen gemacht. Puppe mit zwei Gesichtern und ein Anstaltsemblem. Ah, mein Anstaltsemblem, wissen wir ja schon. Was wir tun können. Zack. Wir bekommen einen Stauschlauch. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Da gehört es auf jeden Fall nicht hin. So, da fehlen noch zwei Puppen, ist eh klar. Einmal die Puppe. Und einmal die Puppe. Messesyndrom hat auf jeden Fall die Puppe. Pyromanie ist wahrscheinlich die Puppe. Gewalttätigkeit und psychopathische Tendenz, ja, passt schon. Psychologischer Narzissmus ist das hier. Perfekt. Einen Docht und eine gummibeschichtete Zange. Moment. Einen Docht brauchen wir doch hundertprozentig hier. Moment. Aber in die Luft sprengen. Oh Menno. Gut, die gummibeschichtete Zange brauchen wir bestimmt für die Kabeln da drinnen. Nehme ich jetzt einmal an. Ah, jawohl. Dann brauchen wir den Schalter.
Zack, zack. Zack. Jetzt gehen wir auf an. Info. Verbinde Stecker mit identischen Symbolen. Aha. Also quasi den mit den zum Beispiel. Den mit dem, den mit dem. Den mit dem. Ja, und passt. Ne, Moment einmal, warte mal kurz. Ich bin auch ein Dödel. So. Mensch, ist eine Nervenheilanstalt. Aufnahme für den 13. November 2015. Unbefugtes Betreten aufgenommen um 20.21 Uhr. Video abspielen. Außenanlage, Kamera 1. Aha. So ist sie also ins Gebäude gelangt. Hoffentlich hat sie den Nachtwächter nicht umgebracht.